Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario World 2, 6 Golden Coins. Was haben wir im letzten Part erreicht? Nix. Bist du stolz drauf? Ja. Weiter geht's. Wieso? Nein, Herz. Ich weiß nicht. Ja, wir waren nicht ganz so supi-dupi toll, aber das kann das ja alles in dem Part noch ändern. Wir werden sehen. Ja eben, passt doch. Ich weiß gar nicht, ich glaube doch, im letzten Part habe ich ein bisschen was erreicht, aber nicht genug. Das ist 1 Million plus 1 Million. Nicht genug! So. Im Zukunftsunterricht lernen wir, dass in der Zukunft alle Probleme werden technisch lösen lassen. Hurra, Fick dich doch ins Knie. Mon chéri. Das ist voll der hochklassige Reim. Da habe ich jahrelang hinüberlegt. Bis mir diese tolle Idee gekommen ist. Fick dich ins Knie auf Mon chéri zu reimen. Bin mächtig stolz. Weiß mich. Wir mal aus den Videos von ein Jahr das Beste rauszusuchen. Tja, du hast gesagt, du willst es machen. Er will einen Jahresrückblick machen, muss aber feststellen, das ist viel Arbeit, wenn man nicht ein organisierter Mensch ist und direkt alle sich überlegt hat, das ist ein geiler Moment gewesen. Das behalte ich für einen Jahresrückblick. Überleg mal, was du in, keine Ahnung, vielleicht 1000 Streams oder 100 Streams, die du im Jahr gemacht hast, ob du von jeder Einzelnen noch weißt, in welcher Minute genau wann mal was witzig war. Wenn du es dir genau dann, wenn es witzig war, aufgeschrieben hast, weil du dir so gedacht hast, das ist echt ein geiler Moment, dann geht das. Sollte er da mal wieder mit mehr Ruhe und Gemütlichkeit rangehen. Dann fail ich vielleicht nicht mehr so. Vor allem sogar Super Mario Odyssey ins Jahr 2018 rein. Super Mario Odyssey links in das Jahr 2018 rein. Das ist Super Mario Odyssey. Abkürzung für Odyssey. Super Mario Odyssey ist die Abkürzung für Odyssey. Das klingt voll nach so einem Mario-Teil zu Ötzi. Ötzi ist diese krasse Leiche da aus dem Ötztal. Nee. Ja, das ist an die dummen Zuschauer, die haben doch keine Ahnung. Ich meine jetzt den Teil der Zuschauer, die dumm sind. Nicht die dummen Zuschauer prinzipiell. Aber auch nur aus Marketinggründen. So. Nein, Spaß. Schämt euch nicht für eure Dummheit. Ihr seid halt so. Das ist ein Teil von euch. Okay. Jetzt erziehe ich die Leute so um, dass sie sich nicht mehr schämen, weil sie dumm sind. Und dann bleiben sie einfach dumm. Das ist einerseits gut, weil dann steigt meine Intelligenz im Verhältnis zur Bevölkerung. Andererseits aber auch schlecht, weil die arme Bevölkerung. Ich meine, also als Influencer von unserer Größe hat man natürlich auch schon sehr viel Verantwortung. Und ja, Arschlecken. Nein! Fast hätte ich genug nachgedacht, als dass das richtig gelaufen wäre. Ja, toll. Nein. Ja, ich bin nicht gestorben. Nein. Ja, ich bin gestorben. Okay. Ich hab nicht gestorben. Okay. Leute, eines Tages in ferner Zukunft werde ich hier speichern. Ich verspreche es euch. Ganz fettes Promise an dieser Stelle.
von meiner Seite auch nochmal. Also, ja, genau. Amen. Lauf nicht weg! Nein! Ah, gut. Ich denke mir so, lauf nicht weg! Nein, was macht er? Er läuft weg. Stabil. Kennt ihr diese Leute, die einfach so aus dem Nichts heraus plötzlich stabil rufen? Kann ich vorstellen, meine Klassenkamerad. So. Ich weiß nicht, wer von denen hier regelmäßig zuguckt und wer sich jetzt extrem beleidigt fühlt und mich nie wieder gut leiden und mich nie wieder leiden kann, aber du bist dann halt psychisch nicht so stabil. So. Super. Warte mal, war das schon letzten Part, wo ich mir vorgenommen habe? Im nächsten Part, da sage ich nicht mehr Pfloing? Ich weiß es nicht. Das Rätsel um das Pfloing. Nächstes Mal werden wir das lösen. Oder auch nicht, keine Ahnung, egal. Ist ja auch nicht so... Na. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Nein, nur ficken. An dieser Stelle natürlich nochmal. Nur ficken. So. Ja, den Boss werde ich wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Ich speichere einfach das nächste Mal, wenn ich hier bin, ohne Blume. Ich habe ihn geschafft. Goldene Münze! Cola? Ja, bitte. Wenn du zufällig Hotdogs machst, mach mir bitte auch einen. Ich frage mich bis heute, was das hier soll. Was kann ich da machen? Keine der Funktionstasten funktioniert hier in irgendeiner Form. Gratuliert mir, ich wurde gerade von einer Schildkröte verschluckt. Zeit zu speichern. Aber nur in zwei Spielständen, weil wenn ich beschließe, dass ich hier gerne ein Item hätte. Oder zumindest groß wäre. Dann will ich die Möglichkeit haben, mir diese Möglichkeit zu besorgen. In Antworten, ich will es mir besorgen. So. Leute, ihr habt es nicht gehört, oder? Ihr hört mir natürlich auch nicht zu, wenn ich auf YouTube was erzähle. Okay. Dieser Hai ist sehr seltsam. Oder anders gesagt, was zum Teufel geht mit diesem Hai ab, Digga? Die Vielfalt der deutschen Sprache. Die einen, was zum Teufel ist mit diesem Hai los, der andere.
Was ist mit dem Hai los, Digga? Natürlich immer mit großer Betonung auf Digga. Wobei ich mich bei den Leuten, die Digger sagen, immer fragen, hast du nur fette Freunde? Also nur Freunde wie mich? Ja, schade für dich. Also mein Beileid. Oha. Ein Sharky-Barky. Oh, verdammt. Digga. Genau. Voll das krasse Gedicht. Digga. So. Schön. Mario ist vermutlich der Klempner mit den größten Lungen der Welt. Mario hat so überdimensionierte Lungen, dass er ein komplettes Level lang die Luft anhalten kann. Ich bin begeistert. Weil der kann länger die Luft anhalten als ich. Und ich bin einer von diesen Vollidioten, die im Schwimmbad 3 Bahnen tauchen. Okay, ich bin ein Vollidiot. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, Vollidiotie ist ja auch gut für die Gesundheit und so. Und für die Prostata natürlich. Hashtag Prostata. Ja, Hashtag Prostata. Haben Sie mir nicht zugehört? Bin ich so schwer zu verstehen? Oder wie die Lehrer an dieser Stelle alle sagen würden: Rede ich Chinesisch oder was? Gucken Lehrer zu. Zukünftige Lehrer. Ja, ich meine, der Besitzer dieses YouTube-Kanals ist ein... Okay. Aber sonst... Lehrer? Nicht? Okay. Super. Ich glaube kaum, dass irgendwelche Lehrer freiwillig meine Videos geben würden. Geben, Digga. Es ist halt immer ein Geben und Nehmen. Leck mich am Arsch. Problem an den Gegnern im Wasser ist, man kann sie nicht besiegen. Das nervt. So. Wie sagt man so schön? Digga. Digga, gib dir das mal. So. Lalalalalalalala. Hohohoho. Oh mein Gott. No. Ich hab dann schon noch den Schaden abgegrieft. Es ist lustig, dass es ist eigentlich Zufall, muss man mal fragen. Dass wenn man Alter undeutlich ausspricht, Allah bei rumkommt. Oh mein Gott. Die Isis. Sie ist schon hier. Aber die Isis kann uns nicht gefährlich werden. Die sind keine Konkurrenz. Die haben keinen eigenen YouTube-Kanal. Terrorismus ist scheißegal. Die haben alle keinen YouTube-Kanal. Super. Ich werde dieses Level schaffen und wenn es da... Okay, es wird das letzte sein, was ich tue. Dann halt, obwohl es das letzte ist, was ich tue.
Bim, 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 bim. Das Laufen war an dieser Kante sehr fehlerhaft programmiert. Leckt mich am Arsch. Leckt mich erneut am Arsch. Damit seid ihr nicht gemein. Bitte nicht. So, da hoch und einsam. Und weil ich so schön bin, so schlau bin, so... Naja, schlank jetzt nicht, aber... schön auf jeden Fall. So. Meine Mario-Skills sind begrenzt. Ich bin weder in Mario Jump'n'Runs noch in Mario Karts gut. Wie ich schon sagte, meine Mario-Skills sind begrenzt. Ich spiele lieber andere Spiele. Aber heute bin ich hier, um mit euch diesen dieses Spiel zu feiern. Und nebenbei noch ein bisschen Alkohol zu trinken. Super wichtig. Übrigens auch eine super Idee, wenn ihr eure Eltern mal ernsthaft überraschen wollt. Dass sie so richtig überrascht sind. So mit, oh mein Gott, was eine... Das hätte ich nie gedacht. Einfach sehr viel Alkohol, sehr starken Alkohol trinken und dann nach Hause kommen. Das ist super. Die Eltern sind da so überrascht immer davon. Also kann ich auch eigene Erfahrung auch sagen, die Eltern überrascht es total. Also was den Überraschungsfaktor angeht, habe ich da echt nur Gutes gehört quasi. Also echt super. Die Eltern sind super überrascht. Mega. Au. So. Hi. So. Im Deckendorf vorbei, ja, da schwimmt der weiße Hai. Los, wir kloppen ihn zu Brei. ja. Aha. Na, das nervt. Ich hätte mir irgendein Item gewünscht. Flunsch. Okay, ich speichere. So. Oh, die Dinger leben. Vielleicht gibt es ein Erdbeben. Oder auch nicht, fick dich ins Gesicht. Schöner Reim. Ernsthaft. Ich habe Probleme. Viele Menschen haben Probleme. Ich bin the King of the Problems. Komm schon. Jawohl. Eine Münze. Zweite Münze. Okay. Einfach das richtige Intervall finden. Das klappt dann schon irgendwann. Jawohl. Hurra!
Schick dich mal in die Richtung los. Vielleicht beseitigst du ja irgendwas. Im Deckendorfer Weiher, da schwimmt der weiße Hai. Er frisst die Leute massenweise und denkt zynisch dabei. Leck mich doch am Sack. Ich trag mein neues Wrack. Fuck. Super Reim. Nein. Nee. Ja. Ach, scheiß doch drauf. Ja, ja. Komm, lass mich in Ruhe, du bist eine blöde Kuh. Komm, lass mich in Ruhe, du Kuh. Wie auch immer sind das Röhren? Nein, das sind keine Röhren. Wie auch immer man dann da hinkommen soll, das frage ich mich gerade. Wie komme ich zu der Feuerblume? Ich will die Feuerblume. Das wäre mir schon relativ wichtig und so. Aber einfach aus Gründen der Itemfragerei. Wäre mir das eigentlich. Das wäre sehr angenehm, sag ich mal. Genau, was ist denn hier hinten? Ach, hier hinten ist noch ein krasser Bereich und so. Habt ihr nicht zufällig einen Item? Und die so eiskalt. Hier wartet nur der Tod. Und da frage ich mich dann auch immer so, können die Leute nicht ein bisschen freundlicher sein? Die Antwort lautet übrigens nein. Ach, die Fische folgen, interessant. Skillmaster. Ich habe ein Item gekriegt, oh mein Gott. Dieses Item ist ja so sinnvoll, wenn man unter Wasser ist. Oh mein Gott. Hey. Ja, leckt's mich doch am Arsch. Ich wüsste gerne, how to get there. Ja, wenn man sich das mal anguckt, dann ist hier so eine unterwasserkrasse Basis, so Dingenses. Also wie so eine versteckte Minecraft-Unterwasserbasis quasi. Diggi. Was passiert eigentlich, wenn ich versuche, hier drauf zu kommen? Das ah, nichts. Geil. Hm. Moment, eigentlich sieht es relativ gut aus, wenn ich da hinkommen möchte. Klappt das? Einfach mal die Leute fragen. Du stacheliges Viech, das mir bestimmt nichts antun will. Mir geht's super. Okay. Kein Problem, ich habe ja eine Blume. Problem. Doppelpunkt.
Witzig, witzig, ich weiß. Wie zur Hölle soll ich zurückkommen? Und das Item dabei behalten, das ist das, was ich will. Antwort Doppelpunkt. Pech. Du musst einfach schnell. Ja, ja. Schnell. Load Game. Load Game 3, glaube ich. Das war das erste. Genau, das wollte ich. Was ist denn vorne? Ja, ich möchte diese Feuerblume haben unbedingt. Unfreundlich, was macht man, wenn man eine Feuerblume will? Ja, moin, ich bin normal. Das, was es braucht, um eine Feuerblume zu kriegen, natürlich. In Deggendorfer Weiher. Nix, alles gut. Es geht um den Deggendorfer Weiher gerade immer in meinem sehr gut intellektuell ausgearbeiteten Monolog. Über die örtlichen Gewässer. Hashtag sehr gut intellektuell ausgearbeiteter Monolog. Über einheimische Gewässer. Genau, hier brauche ich nämlich für die Feuerblume das andere Item, damit ich genug Leben habe, um meine Dummheit auszugleichen. Ich habe einen Plan, um an die Feuerblume zu kommen und theoretisch könnte er sogar funktionieren. Hashtag könnte. So. Muss aber nicht. Fuck. Ich hätte gerne noch mehr Leben gehabt, dann wäre ich nicht gestorben. Ihr wisst ja, jedes Tütchen döf. Ihr wisst ja, wie die Regeln sind. Nach jedem Tod gibt es einmal Bohnen zum Abendessen. Nicht, dass ich ein Problem mit Bohnen hätte, aber Bestrafung muss sein. Und in dem Fall sind halt Bohnen die Bestrafung. Die machen zwar als Bestrafung nicht wirklich Sinn, wenn man Bohnen mag, aber sie sind eine Bestrafung. Sie gehen als Bestrafung. Ist das fahr? Ich dachte schon, die Augen von den Dingern wären blau. Die sahen so blau aus plötzlich. Aber das kann nicht sein. Denn wenn sich Mario an einem Punkt treu bleibt, dann ist es schwarz auf weiß. Sagen sie dem Spieler, der Preis ist heiß. Hashtag aua aua, der Preis ist heiß, aua aua aua. Der Preis ist tendenziell heißer. Aua. So. Ah, ein dingeringe Ding. Was kannst du? Hol dir den Stern. Ich bin zu blöd. Guck mal. Das geht nicht. Lange Y gedrückt halten. Mach ich. Du bewegen, ich mach Y. Normal. Guck mal, der erreicht die Sprunghöhe einfach nicht. Das ist unmöglich. David kann fix that. Moment. Ich weiß nicht, wie du das jetzt hört. Hier, wenn du Y drückst und nach oben drückst, dann springt er weiter nach oben. Ja, leck mich doch am Arsch.
Könntest du bitte deshalb, auf... Deshalb ist herausgefunden, wie du vorhin telefoniert hast. Da habe ich doch gesagt, wenn du Y länger druckst nach oben, es bringt dir weiter nach oben. Da meinst du ja, du wüsstest, was Sache ist. Ja, ich weiß ja auch, was Sache ist, aber halt nicht so richtig, sondern nur so ein bisschen. Dann ist ja alles gut. Das ist ja voll krass. Hat ja nach oben Taste ja fast schon eine Funktion. Dann ergibt. Passt auf, im Englischen ist es, das ist aus dem Englischen übernommen, to make sense. Im Deutschen ist das nicht korrekt. Es muss heißen, ergibt Sinn. Ich habe den Kontext verloren. Oscar Wilde. So. Übrigens, wenn ihr einen Satz sagt und euch fällt im Nachhinein auf, fuck, der Satz war dumm, hängt einen Oscar Wilde dran und das Ganze klingt mächtig schlau. Weil dann denken die Leute, aha, das kommt so, die Dummheit kommt vom Oscar Wilde. Und der gebildete junge Mann oder auch ältere Mann oder auch junge Frau oder ach, ihr wisst, was ich meine, wollte nur zitieren und einen Witz machen und hat nicht selbst sowas Dummes von sich gegeben. Ergibt das Sinn? Vielleicht. Nein. Aber trotzdem einfach mal ausprobieren, ist super witzig. Weil gerade wenn man Leute im Raum hat, die sich mit Oscar Wilde auskennen, ich weiß nicht, was dieses M macht. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was dieses M macht. M. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie peinlich war dieser Witz? Frage. Besser Witz. Ich war in der Aufnahme, vergiss es. Ich hab's schon vergessen. So, David, ja. Du solltest The Forest Videos drehen, aber du kannst es nicht wegen deinem PC. Und außerdem kannst du es nicht, weil du kannst ja allgemein sehr wenig. Okay. Ich hab's kapiert. Nach all den Versuchen und Fails habe ich es jetzt kapiert. Level confirmed. Turtle Zone. Oh, ich habe vergessen zu speichern. Save Lane. Stimmt mal, aber das Level machen wir im nächsten Part, liebe Leute. Das war's mit dem Part. War ja durchaus wieder sehr erfolgreich. Wo ist meine scheiß Maus? Digga, ich blicke hier halt gerade null. So. Ich mache erstmal an Cola-Pass. Schluck hier. Als der sechste Cola hat verreckt, aber dran. Jetzt warte da kurz mit der Cola, bis ich hier meine Abmoderation gemacht habe. Du Dulli. Also, wir bedanken uns herzlich beim Zuschauen für den Part. Ih, er hat mich begrapscht. Ey, Junge, ist gut. Das war in einem Part zwar nicht lustig und in dem jetzt erst recht nicht lustig. Also, macht's gut. Schon wieder! Bis zum nächsten Mal. Haut's rein und Tschüdelü!